Wir haben überhaupt keine Einnahmen. Die November- und Dezemberhilfe habe ich gekriegt, aber jetzt ab Januar geht ja gar nichts mehr. Ich selber habe mir jetzt auch einen 450-Euro-Job gesucht und schaut, dass wir irgendwie noch zusammenhalten im Kleinen. Prozent von meinen Mitgliedsbetrieben fallen durch das Corona-Hilfsprogramm durch, weil sie es im Zweitkonzept machen, Urlaub auf dem Bauernhof. Ich verstehe es halt auch nicht, warum nicht von Seiten des Landwirtschaftsministeriums irgendeine Hilfestellung kommt, Umschichtung von Geldern, weil man immer die Diversifizierung gefordert und gefördert auch hat und jetzt lässt man uns eigentlich im Regen stehen. Und dann kommt daher, dass die Leute nach Malle fahren dürfen, aber in den Chiemgau dürfen sie nicht, obwohl da die Platzverhältnisse, ist auch schon alles beschrieben worden, ganz andere sind. Da tut man sich einfach schwer, das zu verstehen. Wir müssen jetzt unseren Kurs ändern, weil sonst sind wir den ganzen Sommer noch im Lockdown und das geht halt einfach nicht. Wir brauchen eine Perspektive für uns, für die Mitarbeiter, wir brauchen ein Ziel vor Augen. Wir sehen schon auch, dass da, wo man Ferien machen kann, in einer Gruppe, in der man sonst auch wohnen dürfte, in der man sonst sich auch treffen könnte nach den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen, da sollte man auch Urlaub machen können, Ferienwohnungen. Urlaub auf dem Bauernhof, Campingplätze, wenn man nicht gemeinsame sanitäre Anlage nutzen muss und. Also die sollten die ersten sein, die öffnen dürfen. Es ist höchste Zeit, dass man von der isolierten Betrachtung der Inzidenz wegkommt. Ich glaube, es gibt mehrere Zahlen, die reinkommen. Da gehört die Inzidenz dazu, da gehört wahrscheinlich auch die Impfrate dazu, da gehört aber natürlich die Situation auf den Intensivstationen und den Kliniken in der Region dazu. Und ich glaube, dieses Bild ist deutlich besser und vernünftiger. Wir als Politikerinnen und Politiker schauen, dass wir euch unterstützen können. Ich finde es einfach auch toll, dass ihr eure Betriebe gern macht. Bleibt dabei. Wir sind darauf angewiesen, dass es schöne Cafés gibt, gute Wirtschaften, ein schöner Urlaub auf dem Bauernhof. Bauernhöfe pflegen unsere Kulturlandschaft. Der Chiemsee-Strand ist doch eigentlich viel schöner als der Ballermann auf Mallorca.